Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Factorio. In dieser Folge geht es nur ganz schnell darum, fix und klipp und klar kurz Eisen zu sammeln. Das war's auch. Das heißt, wir gehen kurz darüber, gucken uns das Ganze an und erstmal müssen wir bis dahin. Okay. Da machen wir schon die ganzen Bäume weg, bis nach da oben. Zwischen meinem Weg wenigstens frei haben. So. Ja, haben die Roboter jetzt wenigstens ein bisschen was zu tun. Wir haben zwar nicht das Ganze für Platz, aber wir können da unten schon mal eine Kiste hinstellen. Wo wir das ganze Holz dann immer schön rein deponieren können. Wir können natürlich auch einfach Flammenwerfer nehmen, das dann ab kurz da. Hups. Kurz abbrennen. Aber. Es dauert jetzt ein bisschen zu lange. Außerdem können wir ja ganz sofort, bis die Transportmenge von der Roboter ein bisschen mehr ist. Die mal ein bisschen erhöhen. Dün. Hol mir jetzt eigentlich auch zwei Bäume, oder wie machen die das? Oder? Nehmen wir noch vier Rohholz. Ich glaube, sein können, dass wir jetzt irgendwie zwei Bäume auf einmal holen. Weil es jetzt irgendwie ein bisschen schneller aussah als am Ende, aber gut, sind auch fast 100 Roboter, ne? Also passt. Boah, ich bin so froh, wenn wir Nuklearroboter haben, die nicht mehr tanken müssen. So. Oh, hoppala. Ah. Ach ja, Roboter, wenn ihr zu flüssig seid, ist auch immer schön. Dann wieder das hier. Zack. 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 Wir haben keine Schienen mehr, oder? Hm, das ist doof. Aber ist kein Problem. Wir können es ja ganz kurz selber kurz einen Zug dahin kurz machen. So. Den gehen wir kurz rein. Nein, nein. Auf. Warte, das war jetzt nach rechts. Genau. Alter. Das war ganz schön knapp. Ach, und wir haben übrigens die besten Bremsen für unseren Zug. Das heißt also, wenn wir jetzt hier bremsen müssen. Oh. So wie er. Das verstehe ich nicht, ne? Warum bleiben die Kupferzüge da? Warum wollen die da nicht reinfahren? Verstehe ich nicht. Das ist das Einzige, was ich daran nicht raffe, ne? Weil das ist doch hier frei. Warum will der da nicht rein? Sondern lieber in da, wo voll ist. Der hält den ganzen Verkehr auf damit. Ich denke, klar wird es jetzt gleich frei, aber trotzdem ist das irgendwie ein bisschen dämlich, meinst du nicht auch? Guck mal, der will auch in die gleiche Sparte rein. Hat der irgendwie einen Knall? Die Stationen heißen schon alle gleich, oder? Müssten die eigentlich? Verstehe ich nicht. Naja, sollen sie sich aber auch nicht mal aufhängen. Ist okay. Jo, moin Jungs. Ach, wir sind ja schon da. Zack. Wie sieht's aus mit dem Rest? Mauern und Türme gehen eigentlich noch klar, ne? Kurz den Zug umdrehen, reinsetzen und ab geht's. Hey,
Ey, ist so ein komischer Schrott manchmal, ne? Da wird schon wieder ein Kupfer zustehen. Naja, unsere Megabase wird das Problem ja nicht haben. Und Vollbremsung. Puff. Gut. Jetzt können wir eigentlich eine Kurve machen, oder? Ich würde eigentlich lieber hier die Zugschiene haben. Macht eigentlich mehr Sinn. Wenn da die Kurve hinkommt. Vor ist natürlich auch eine normale Kurve, weil wir brauchen noch keine Intersection da. Ach, mit Blueprints ging es mit Bäumen abbauen direkt. Okay, warum ging es jetzt gerade eben nicht? Also gestern nicht? Verstehe ich nicht. Oh shit. Ey, Roboter. Das wäre echt nett, wenn ihr euch kurz beeilen würdet. Ich hätte gar nicht erwartet, dass jetzt ein Nest steht. Scheiße. Ja, lade ich kurz auf. Am besten ein bisschen schneller. Danke. Meine Güte. Was ein anstrengender, komischer Kack. Es sieht trotzdem scheiße aus, wenn das hier so alles zugeblockt ist. Mach mal ganz kurz weg. Sehr schön. Ach, kommt schon, Jungs. Ich bin so froh, diesen Nuklearroboter zu haben dann, ne? Können wir den schon erforschen? Ach, da sind sie irgendwo, ne? Brauchen wir keine Energie für. Das wird als nächstes dran kommen, glaube ich. Dann machen wir jetzt die Kurve, ne? Läuft. Ja, schon wieder einer zu viel. Nehme ich hier Stein. Geht doch. Weißt du was, kann ich nicht einfach... Danke. Es sind nicht so viele Steine, ey. Irgendwie sind die zu nah nebeneinander. Oder? Ja, schon. The fuck? Oder? Es sind nochmal zwei zwischen. Was auch immer ich da gerade getan habe. Das ist der absolute Wahnsinn, ey. Nur Scheiße am Bauen schon wieder. Meine Güte. Ah. So, jetzt aber.
So. Jetzt sehe ich auch schon wieder Nester da. Das gibt's doch nicht. Okay. Gut. Müssen wir nochmal ganz kurz ein bisschen morden gehen. Genauso wie unsere Schienen schon da ausgehen. Kann doch nicht sein, ey. Mach noch ein paar Schienen. Ja, schön. Weißt du, was machen wir bitte? Die Kernenergie. Viel zu viele Würmer. Oh shit, machen die viel Schaden. Holy Scheiße. Sind die wie stärker geworden? Okay, gut. Ich verstehe schon. Ihr wollt mich nicht haben. Sagt's mir einfach. Gibt mich jetzt zwar immer noch nicht, aber es ist Versuch wert. Aber wenigstens etwas mehr Schaden haben wir jetzt. Meine Güte. Hey, ey, ey. Darf ich schon. Oh, ich bin viel zu hoch. Lol. Na, ist egal, machen wir es halt hier so mittig hin, dann können wir mich schon da das auch noch abzwacken. Einmal gerüstete Aliens, will jemand ein Stück abhaben. Heute im Sonderangebot, nur für 2,50 €. Ei, caramba. Aber es geht doch ganz gut. Es klappt. Das ist die Hauptsache. Guten Tag, Aliens. Das sind viele große Würmer. Okay, let's do it. We did it. Nice. Eigentlich müssen wir schon fast unsere Grenze erweitern dafür, aber das ist irgendwie immer so anstrengend, die ganze Grenze hier so reinzubauen. Ne, lass mal sein. Wie anstrengend das ist, ey, für so ein bisschen Eisen, ey. Na, egal, komm, wir machen das ganz kurz hier fertig und dann ist gut. Einmal ganz kurz die Linie hoch und runter ziehen. Passt das alles schon wieder. Tut auch gar nicht weh. So, nochmal kurz parallel dazu. Passt. Den ganzen Scheiß schieben wir kurz runter.
Ah, fuck. Und es kommt jetzt alles ganz kurz hier zusammen. Tada. Einmal so. Ach Quatsch. Dann haben wir hier unsere beiden Linien. Gut. Dann kommt jetzt nicht von da irgendwann der Zug an. So als Beispiel, ja. Wobei mehr Sitz macht es ja eigentlich, wenn er nach rechts geht, oder? Ah ne, nach unten ist schon okay. Zughaltestelle. Dann brauchen wir die Greifarme. Ein paar Kisten. Und dann können wir uns hier die Fließbänder nehmen. Passt. So. Dann war das mich schon mal fertig. Bisschen Strom noch draufholzen. Kurz hier über den Strom dran packen. Hervorragend. Dann können wir jetzt eigentlich schon mal da noch eine Mauer drum machen, wäre am besten. Weil sonst haben wir später Probleme, dass wir angegriffen werden. Das wollen wir auch nicht. Moment, hier geht's runter. Ah ne, das war irgendwie nicht dumm. Nee, nur so, so ist richtig. So, da komme ich jetzt noch das Ding hin. Da brauchen wir jetzt ein Tor. Da geht es mich von da aus weiter. Geht da wieder nach oben. Perfekt. Sehr schön. Und zu. Passt. Jetzt können wir... Danke. Aber funktioniert natürlich nicht, ne? Danke. Kurz so die Türme erweitern. Ja, die müssen wir kurz mental abbauen, ist ja egal. Die hier. Kurz in die Ecke. Dann geht es hier auch wieder los. So, zack, schon haben wir einen Außenposten für Eisen. Ein bisschen Mäuerchen drumherum bauen. Fertig. Das Ganze nennen wir dann nicht Avendium, sondern Eisenmine. Passt. Welche Farbe hat das nochmal gehabt? Ganz kurz in Excel reingucken. Farbe für Eisenerz. 140 grün, Rest blau. Genau. Richtig. Passt. So, wir machen uns mal ganz kurz ein paar Roboter hier rein. So.
Ja, der muss kurz das Ding auffüllen, ist mir schon bewusst. Ist eigentlich scheißegal, warum wir das machen, oder? Wow. Ach ja, stimmt, hier waren ja noch ein paar Bäume im Weg. Yeah. Mach mal weg, die Scheiße. Hey, die Kernenergie ist gleich fertig. Cool. Das freut mich. Hallo? Kannst du ruhig die Schienen hinbauen? Immer weiter. Ach, vielleicht scheiß Energie von euch, ne? Nervig, ey. Ach, lol. Sollten wir vielleicht nicht vergessen. Wir nehmen ja ganz die ganzen Steine mit, weil Schienen. Eigentlich ein ganz kleiner Vorteil, dass hier Steine sind, ne? Können wir jetzt ein paar viele Schienen von machen. Perfekt. Guck mal an, sehr schön. Das war ganz schön viel Stein, ey. Scheiße. Kein Stein mehr. Ach komm. Ist nicht dein Ernst. So. Jetzt kommen wir langsam zum Ende hiervon. Von der Strecke. Ab hier müssen die Wege leider ein bisschen getrennt werden. Alter, ist das eigentlich schon wieder ernst? Diese Kackdinger mit den Energiesachen hier, ne? Und mehr Kernreaktoren kann ich auch nicht einbauen. Ich meine, wir haben schon ein paar. Ach Quatsch, noch was anderes. Hier trennen sich die Wege. Oh nein. Bevor wir uns damit wirklich jetzt befassen, würde ich sagen, erforschen wir erstmal alles, ne? Bei Uranroboter ist, denke ich mir, ganz klar. Ah, jetzt kommen endlich Lampen. Ausgezeichnet. Da gehe ich noch nach oben. Gleich erst. Du brauchst noch viele Steine, ey, heilige Scheiße. Aber wir gehen hier ebenfalls kurz nach da.
passt. Fast perfekt. Ich wollte gerade loben, aber dann kam das hier. Jetzt passt es perfekt. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Passt das? Nee, mein Gott. Was für eine Scheiße das manchmal ist, ne? Ganz ehrlich. Schienenbohren kann manchmal echt eklig sein. Weil es ist eigentlich Schwachsinn, wir können es eigentlich direkt damit verbinden. Nee, komm, Roboter, das dürft ihr jetzt machen. Weißt du was, mach einfach den ganzen Scheiß hier weg. Weg, habe ich gesagt. Nee. Geht doch. Und der andere, weil kleine Kackkram da kommt nach unten hin. Aber erstmal müssen wir ganz kurz ein paar Signale setzen. Da ist Ausgang, da ist Eingang. Hier ist Ausgang. So, müssen wir es eigentlich alles haben, ne? Ja, passt. So, dann hier Eingang. Eingang, Ausgang. Ausgang. Ach, Quatsch. So, passt. So, das war die Uranroboter. Wiederaufbereitung von Kernstoffzellen. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber jetzt machen wir es erstmal. Forschen tun wir erstmal alles. Ist wichtig. Ach, noch Strom müssen wir uns noch ganz kurz holen. Zack. Schon haben sie Strom. Alter, haben wir viele Türme. Ja, holy moly. Wie kann ich da ein Fließband vergessen haben? Gibt's doch gar nicht. Oh Gott. Kommt aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen zu wenig draus irgendwie. Kann man das eigentlich erforschen auf uns endliche? Ja, kann man sogar. Krasser Scheiß. Okay, wir brauchen jetzt ganz kurz ein paar Rüstungsteile wieder. Jetzt müssen kurz ein paar Nester dran glauben. Guten Tag. Haha. Den Wald brauchen wir nicht. Komplett überwertet. Ich sollte mich vielleicht nicht einsperren damit. Das ist vielleicht nicht die klügste Idee. Ah, da ist der Waldbrand schon facht. Sehr nice. Ja, das Nest da unten machen wir auch ganz kurz kaputt. Was gibt mir sowieso mega für Keks? Können wir uns auch gleich neue Schienen holen. Oh, shit. Meine Güte. Ey, Türme, könnt ihr mir ganz kurz aushelfen? Ich hatte so ein kleines Problem im Arsch. Danke. Haha. Voll verdient, ja? Schienen brauchen wir jetzt gerade doch nicht so wirklich viele. Oh Gott, da sollten wir vielleicht doch nicht reinlaufen. Wenn ich mal ganz kurz gucke. Förderer könnten vielleicht ein bisschen knapp werden.
Und so viele haben wir davon gar nicht mehr. Das ist ein wenig doof. Da müssen wir ganz kurz ein bisschen Vorräte auffüllen gehen. Genauso wie Strom müssen wir bald auf Kernenergie umsteigen, weil... Oder ein bisschen Solarenergie auch hinzufügen. Weil es auch ein bisschen knapp langsam. Aber mit dem Stahl hier läuft mich ein bisschen, dass so wenig Eisen reinkommt. Aber egal. Irgendwann kommt da Eisen rein. Das ist schon ein guter Anfang. So. Oh. Erstmal Feuer reinballern. Ups. Ja, wenn man einmal die Roboter braucht, ne, dann sind's nicht da. Gut, er ist noch heiler. Die Schienen sind sowieso voll schnell, ja. Also ohne Witz, die Stacks sind immer richtig ratzfatz voll. Eigentlich müsste man die ganze Holzkiste immer hier hinsetzen. Macht eigentlich am meisten Sinn. Wenn wir es einfach so machen und da das ganze Holz mal reinstopfen. Zack. Wird einfach mit hier reingefeuert, weißt du? Macht viel mehr Sinn. Wir brauchen ganz kurz ein paar mehr Züge. Dann brauche ich mehr Türme am besten. Da müssen wir auch noch mal ganz kurz gucken, wegen Türmen. Da haben wir wieder ein paar. Sehr schön. Mauern holen wir uns auch mal natürlich auch noch mal ein bisschen. Passt. Und... Ah, Fließbinder geht eigentlich noch, gell? Ah, geht noch. Was wir vielleicht noch brauchen könnten, wäre... Alter, was ist los mit euch? What the fuck? Achso, weil der Ausgang da voll ist. Was mit dir? Ach, die Prozessoren sind leer. Ich wollte gerade schon sagen, was ist denn da schon wieder kaputt, ey? Ah, 5 können wir noch machen. Passt schon. Was kann man noch gebrauchen? Kurz gucken. Munition. Munition ist ganz wichtig. Da brauchen wir Stahl für. Und vor allem Kupfer. Eisen nehmen wir uns auch noch mal ganz bisschen mit. Passt. Stahl machen wir kurz leer. Danke. So, passt. Und Förderer brauchen wir ganz viele. Da brauchen wir natürlich immer ein paar grüne Schaltkreise. Die haben wir unten auch in der Kiste drin. Da. Dann passt der ganze Käse damit schon mal. Ja, passt, reicht. Kurz ein bisschen Eis wieder mitschnappen. Und dann können wir den Zug ganz kurz nach oben donnern. Ist besser als laufen. Keiner mag laufen. Zug! Da fällt mir gerade ein. Zug! Gib mal her. Treibstoff habe ich jetzt keinen. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber da will mir auch bestimmt welchen abgeben, oder? Danke, Mates. Let's get ready to rumble! Egal.
Alter, der Sound war jetzt so geil für die Musik, ne? Welcher Vollmongo ist das schon, ha? Ich verstehe das nicht, ne? Ist dein Signal kaputt oder so? Alter, was ist los mit dir? Ist das Ding hier unten irgendwie falsch benannt? Ne, das sind auch Kupferzüge. Ich raff das nicht, ne? Kupfererz Main Base. Jetzt fährt er da. Warum? WTF. Ich verstehe das nicht, ne? Egal, bei unserer nächsten Megabase wird sowas eh alles nicht passieren. Das ist jetzt eigentlich so, dachte ich nur, passt eigentlich, aber wie kommen da Fehler rein, wo da keine Fehler sind? So eine Scheiße, ey. Wie schnell sind wir eigentlich gerade? Oh cool, Maxgeschwindigkeit. Oh nein, falsche Abbiegung. Ja. Läuft. Hey, stopp, 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 stopp. Ich wollte gerade fragen, kommen eigentlich auch Züge an? Und dann kam der hier an. Also ja, sie tun. Es. Okay, dann... Ach Quatsch, warum denn selber arbeiten? Na doch, wobei selber arbeiten ist ganz gut. Nee, da ist selber arbeiten nicht gut. Wir gehen ganz kurz kämpfen. Tschüss, Waldbrand. So. Jetzt kommen dann hier kurz die Dinger runter. Da müssen wir kurz den Wald wegmachen. Haut mal rein, Jungs. Voll. Okay. Gut, ich verstehe schon. Aber wir machen uns jetzt eh ein bisschen leerer, weil jetzt kommen die dazu. Das ist eine große Station, sehe ich gerade. Eine sehr große. Sehr nice. Ah nein, die ist fast zu nah. Ey, Karamba. Das ist echt eine Riesenstation. Okay. Da können wir wenigstens viele Züge von voll machen. Das gefällt mir. Gut, das war's. Ey, ohne Witz. Das... Weißt du was? Eine Kiste opfern wir ganz kurz. Nein. Doch. So, pass auf, wir machen mich jetzt mal den ganzen Scheißrotz da rein. Die wird es überhaupt nicht brauchen. So, überhaupt nicht. Weg damit. Einfach weg. Ja, komm, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Passt. Ja, mein Gott, kommt doch alle rein. Weißt du, wir haben schon zwei Kernreaktoren drin. Weißt du, die sind trotzdem zu langsam. Wie soll das bitte schon funktionieren? Naja. Die Musik ist mittelmäßig. Ich muss, glaube ich, mal neue raussuchen. Vielleicht auch mal irgendwann. Teilweise ist die echt geil, aber jetzt hast du zum Beispiel wieder so ein Teil da, ist irgendwie komisch für Hintergrundmusik.
Hey, möchten Sie mal den Kuchen probieren? Er schmeckt lustig. Wie, er schmeckt lustig? Ich bin behindert. Es dürfte eigentlich auch erstmal reichen, wenn wir das hier angeschlossen haben, oder? Für Eisen. Aber auch was da oben nicht anschließen. Es reicht erstmal. Weil in der dritten Staffel geht es eigentlich auch größtenteils halt darum, die Megabase zu bauen. Deswegen habe ich auch das Eis in der Tablet zusammengefasst, weil ich ja diesen ganzen Kleinkram, da, in Anführungszeichen Kleinkram, nicht unbedingt haben wollte. Und dann kam halt die Idee für die Timelapse. Die nach meiner Meinung nach eigentlich auch echt gut gelaufen ist, oder? So. Wir können ja schon während ja trotzdem die ganzen restlichen Förderer bauen. Schon mal hier hingehen und schon die Schienen runterholen, schon die Station davon machen. So, da wäre mich zum Beispiel... Jetzt muss ich kurz gucken. Das wird sowieso jetzt ein bisschen kompliziert, weil wir haben jetzt echt viel hier. Aber es ist halt so wild, wir machen es trotzdem mal so. Zack. Kurz nach oben laufen. Kurz die Daten davon speichern. Danke. Und dann hier drauf pasten. Tack. Und dann... Im besten Falle... Wird das halt so eingeführt, das ist richtig, aber im besten Fall sollte das natürlich dann hier hinter erst losgehen. Dass sie zurückfahren. Macht zumindest Sinn, gell? So, Signal machen wir natürlich hier in beide Richtungen. Heißt so. Passt, oder? Ja, perfekt. Dann haben wir es mich hier so und so. Passt. Sehr schön. Dann haben wir das mich schon mal erfüllt. Dann können wir jetzt noch mal ganz kurz 10 davon machen. Machen hier Strom zwischen. Ist auch notwendig. Zack. Schon haben wir Strom unten drauf. Das Ganze geht natürlich dann gleich auch da rein, aber jetzt machen wir erstmal ganz kurz hier ein paar neue Förderer. Da. Holy shit. Ja, das müssen wir uns gleich drum kümmern. Das kann so nicht weiter existieren. Darf da auch nicht so weit existieren. Ist mein Reich. Mein Reich darf nur von mir betreten werden und zerstört werden. So. Dann versuchen wir unser Bestes. Weil das hier wird jetzt ein bisschen kompliziert, der ganze Käse hier. Mama mia. Oh shit. Es passiert genau das, was ich erwartet habe. Oder lassen die es nur... Nein, lassen sie nicht in Ruhe. Wobei, die gehen weiter zu den Türmen. Ja, geht lieber zu den Türmen. Ich gebe meine Rüstung jetzt links und sage jetzt Hallo, liebes Nest. Weil eure Armee ist jetzt quasi tot. Ja, er ist dafür auch. Tja, verdient. Einfach nur verdient. Oder nisten sie sich jetzt da ein neues Nest ein? Das ist quasi so eine
so ein Siedlerviech-Dingen war. Ah ne, die greifen an. Ziemlich viel sogar. Gibt's doch gar nicht, ey. Ding. Danke. Ich würde sagen, wir machen das Eis hier in der Hälfte geteilt. Dass die Hälfte nach unten geht. Und die andere Hälfte nach oben. Dass das Eis ein wenig geordneter ist. Ja, das kann ja komplett nach oben. So. Das da auch noch kurz. Wunderbar! Ich glaube, ich habe noch hier kurz vergessen, die Kisten reinzusetzen, aber ja was. Gut, dann wenn wir das jetzt schon so haben, so viele Linien, dann können wir sie auch ausnutzen und das dann sogar reinfügen. Oder? Wir machen das so, dass das ja immer nur die Hälfte ist, macht eigentlich mehr Sinn. Passt. Jawohl. Dann haben wir das nämlich auch schon mal fertig geplant und dann können wir jetzt kurz nach unten gehen, die ganzen Sachen zusammenfügen. Weil es sind doch echt viele Linien, ehrlich gesagt. So, ich denke mal, jetzt dürfte alles gescrambled sein bis zum geht nicht mehr. Da füllen wir jetzt ganz kurz die ganzen Linien rein. So. Aber es ist eigentlich Schwachsinn, das nach unten zu leiten, oder? Ja, es geht. Eigentlich so dumm ist es nicht. So. Ta-da-ta-ta. Ausgezeichnet. Boah, wie anstrengend der ganze Scheiße ist wegen einer einzigen Eisenmine. Unfassbar. Hätte man alles eigentlich viel einfacher machen können, aber ist egal. Tada.
Natürlich geht das alles viel, viel einfacher, aber ganz ehrlich, wie juckt das? Ta 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 ta. Müssen wir sogar noch, ob ich noch ein bisschen anders machen hier. Als so. Das sind viel zu viele Bienen, ey. Leck mich am Arsch. Krasser Scheiß. Passt schon. Soll auch nur irgendwie funktionieren, der Rest ist ja egal. Einfach mal gucken, wie es funktioniert. Bevor wir so einen Hauptstrom ansetzen, fügen wir alles mal zusammen und gucken mal, wie es dann aussieht. Wenn alles im Laufen ist. Genau. So. Strom kommt von da. Genau. Oh, jetzt bin ich hier gefailt. Das war super intelligent von mir. Ich sag es euch. Moment. So. Genau. Aber ich sehe es auch beim Eisenerz nicht, wo der Strom ist und wo nicht, ne? Hoffen wir einfach mal, dass die auch wirklich alle Strom bekommen. So, dann verbinden wir den ganzen Scheiß mal. Es funktioniert auf jeden Fall alles. Das gefällt mir. Das ist sogar schon Zug hier, ey, krass. Okay. Also hier die Linie ist auf jeden Fall voll. Gibt's doch nicht, wieder immer wieder so ein einzelnes Ding ist, wo, ne? So, das ganze Eisen jetzt von da unten auch langsam nach oben. Also hier die Linie ist auf jeden Fall deutlich voll. Ah. Die ist zu voll. Würde ich sagen. Das machen wir so. Das hier stört mich ein bisschen. Mehr Sinn macht es eigentlich, wenn wir alle nach oben schicken, oder? Das macht eigentlich mehr Sinn, doch.
kurz mal die Verbindung kappen. Und alles nach oben schicken. Ja, nur sonst, ich weiß nicht, warum ich das gemacht hatte, aber ich hatte mir das mal irgendwann überlegt, dass das irgendwie mehr so macht, weil ich das so rummache. Und da gab es in diesem Moment wahrscheinlich auch irgendeinen bestimmten Grund für. Und ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, irgendwie bringt das überhaupt nichts. Halb so wild. Ist ja schnell geändert. Füllen wir es so zusammen, dann brauchen wir den Kram hier nicht. Ach, das brauchen wir sowieso nicht, so ein Schwachsinn. Weg damit. So, passt. Machen die mich auch nicht. Und das alles hier kann auch weg. Dann haben wir hier nämlich unsere vollen Linien. Und die schicken wir jetzt schon mal so zusammen. Und dann kommt die Linie einfach damit rein. Dann machen wir einfach noch das zweite dran, man weiß ja nie, was ist, ne? Stopp, warte. Die können wir dann. Doch, ist gut. So da rumschicken. Dann haben wir es nämlich auch schon mal geschafft. So, passt. Solange alle Linien komplett volllaufen, bin ich damit voll zufrieden. Warum ist da links kein Strom mehr? Ach so, ich habe auf den Strom abgebaut. Das war natürlich sehr intelligent. Passt, oder? Sieht auf jeden Fall schon viel, viel besser aus. Es wird auf jeden Fall gut gefüllt hier oben. Also, es sind alle Greifen am Arbeiten. Oh, Strom geht langsam. Doch, mal zur Neige. 94 nur? Ah, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Oh. Die haben echt ein Nest ausgebildet. Kleinen Wichser. Oh fuck, das wollte ich nicht. Moment. Kurz reparieren, bevor ich es vergesse. Weiß, werde ich nie wieder sehen. Hä? Reparaturzeug? Was ist das für Reparaturzeug? Leer? Na. Gibt's doch nicht. Kleinen frechen Kackbiester, Alter. Was für Spackus. Na gut. Wenn ihr wollt. Müsst ihr wissen.
Manche haben es halt echt eilig mit dem Sterben wollen, wa? Nur die besonders stark. Aber gut. Hey, es klappt. Sehr schön. Einigermaßen gleichmäßig zumindest. Irgendwie, irgendwo. Gut, passt. Jetzt hätte ich dann noch gerne ein bisschen Verteidigung drumherum gebaut. Ach, ist eigentlich doch egal, wie krumm die gedreht sind. Ist eigentlich scheißegal. Ich weiß jetzt nicht, warum du da genau Lücken gelassen hast, aber ist eigentlich auch scheißegal. So, da brauche ich jetzt noch ganz kurz das Tor. Deswegen habe ich eigentlich so ein bisschen mehr Platz gelassen. Mein Gott. So. Ein kurz da mehr Türme. Hä? Doch, ist richtig. Passt. Machen wir mal nichts zu. Mach was direkt ganz rüber hier. Es muss nicht die schöne Wand sein, es muss einfach nur eine Wand sein, die funktionabel ist, du. Funktionstüchtige Wand, das reicht mir. Ich will das Ding hier verteidigen und nicht irgendwie schön bauen. Es wird eh irgendwann leer sein. Mein Gott. Wir müssen gleich auf jeden Fall noch gucken wegen Strom. Irgendwas scheint da nicht richtig zu sein. Außerdem können wir uns direkt um Kernenergie kümmern. Das führt mich auch immer bei uns in der Base. Ansonsten sind wir schon so gut wie durch. Aber das muss dringend geändert werden. Ich sollte vielleicht auch nochmal selber reingehen. So, Strom passt noch, ne? Gut, kommt hin. Fast. Boah, seitdem aufgehalten werden durch irgendwelche Förderer ist auch wieder ein bisschen nervig, ne? Boah, Alter. Egal, Hauptsache es funktioniert. Ist doch scheißegal. So. Dann aber lass mich schon mal fertig. Ist die nächste Riesenbase quasi fertig. Ach, die haben die Kisten schon voll? Ja, leck mich am Arsch. Okay, das wird jetzt auf jeden Fall der ertragreichste Standpunkt von allen. Schön. Wir gehen noch ganz kurz gucken, wie es mit den Zügen aussieht, weil irgendwas kann ja nicht richtig sein. Wir fahren mal selber. Warte, wir können einfach gucken, ne? Ein paar Eisenerzzüge haben wir, ne? Der eine hängt wieder da fest. Da, 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 da. Sind echt alle in der Base am Gammeln? Kann ich mir schon fast gar nicht vorstellen. Aber gut, gucken wir uns das mal an. Da fährt ein Eisenzug schon mal weiter. Erstmal die Kupferzüge ist natürlich echt ein Mysterium, ne? Was da irgendwie falsch gelaufen ist, weiß ich selber nicht. Das ist für mich echt, keine Ahnung, das macht für mich auch keinen Sinn. Aber Eisen scheint echt gut zu funktionieren gerade, leck mich im Arsch, cool. Ja, Kohl wird langsam knapp, ne? Das müssen wir uns eigentlich auch noch holen.
Da fallen mir schon wieder ein paar Förderer aus. Das ist doof. Gut, aber Kohle haben wir unterwegs auch gefunden. Das ist ja kein Problem. Die sitzt ja direkt hier. Die müssen wir nur ganz kurz hier drauf bringen. Das passt. Ja, die Markierung können wir kurz wegmachen. Da hängt noch ein Kupferzug fest. Ansonsten, Züge sind eigentlich ganz entspannt bis jetzt, ne? Immerhin haben wir schon mal genug Zeug hier überall. Das ist schon mal ein guter Anfang. Passt. Naja, auf jeden Fall, das war doch schon mal ein sehr guter Anfang. Läuft alles super. Hier sollten eigentlich ein paar weniger Züge sein, weil da oben ist echt viel. Aber das Ding ist eh bald leer, dann können wir es abreißen, dann passt es eh noch mal besser. Aber hier würde ich erstmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.